Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Pro Train, nicht Pro Train, Let's Play Microsoft Train Simulator. Wir fahren von Berlin-Alexanderplatz nach Theodor-Heuss-Platz mit der U2 und so langsam geht's auch los, Freunde. Bitte einsteigen, zurückbleiben, bitte. Wir fahren jetzt ab. So. Veneta-Straße. Übergang zur Straßenbahn und zum Bus. Ja, ob das stimmt? Anscheinend nicht. Schönhauser Allee. Schönhauser Allee. Ja, das stimmt natürlich. Übergang zur S-Bahn und zur Straßenbahn. Da stimmt so ziemlich erstmal gar nichts. Da stimmt erstmal so ziemlich gar nichts hier in dem System. Das müssen wir dann alles noch einstellen. Und wir halten schon unseren nächsten Halt, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Let's Play Microsoft Train Simulator. Wir fahren U-Bahn. Schön, dass ihr dabei seid. So, mal gucken, dass wir das eingestellt bekommen. Jetzt sind wir Klosterstraße. Eberswalder Straße. Übergang zur Straßenbahn. So, und weiter geht's. Dass wir das eingestellt bekommen. Schön. Eingestellt bekommen, ne? Veneta. Pankow. Übergang. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie voll durchswitchen. Veneta. Schönhau. Ebers. Ja, so ist das, Freunde. Senefelder Platz. Ja, vom U-Bahn-Fahren habe ich natürlich nicht so viel Ahnung wie vom echten Bahnverkehr, aber egal. Wollen wir mal gucken, dass wir hier ganz gut ankommen. Rosa-Luxemburg-Platz. Ah, ich glaube, wir haben bei dem einen Halt nicht entweder. Alexanderplatz. Klosterstraße. Da stimmt ja schon fast. Märkisches Museum. Übergang zum Bus. Spittelmarkt. Übergang zum Bus. Das stimmt jetzt, Freunde. Das stimmt jetzt, die Durchsage. Und schön, dass ihr dabei seid. Let's Play Pro Train hier bei Let's Play FK. Und wir fahren mit der U-Bahn fröhlich durch die Gegend. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie pünktlich sind oder auch nicht. Keine Ahnung, wir haben einen Bedienungsfehler gemacht an einem Halt. Da haben wir nämlich dann nicht die Tür geöffnet und das war natürlich nicht gut. Aber man möge es uns verzeihen. Man möge es uns verzeihen, denn schließlich ist U-Bahn-Fahren ja dann doch ziemlich spektakulär. Und ja, man muss ziemlich viel beachten, würde ich behaupten. Und ich denke mal, wir kriegen das schon so weit hin, dass wir hier nicht unbedingt failen werden. Und wenn wir failen, ja, mein Gott, ja. Herrgott. Herrgott, dann ist das gut. Und jetzt kommt die Haltestelle Spittelmarkt. Die meisten, die in Berlin wohnen, werden das natürlich alles kennen. Ich kenne es nicht. Einige Haltestellen kenne ich vielleicht, aber nicht alle. Und Notfall, na toll. Butch, wir sind angekommen. Schön. Schön, dass wir angekommen sind hier in der nächsten Haltestelle. Ach ja, so sieht übrigens die U-Bahn von innen aus. Nicht besonders spektakulär. Ein bisschen altmodisch. Nicht wirklich hübsch. Aber scheißegal. Hauptsache, man kommt irgendwie an sein gewünschtes Ziel. Und ja, wir fahren auch schon los. Hausvogteiplatz. Aha. Ja. Geht's mal weiter, Freunde. Ich finde das ganz praktisch, dass hier so eine Durchsagen gehen. Das finde ich ganz witzig. Irgendwie, das erinnert mich wirklich in Reality an die Bahn. Das macht es ein bisschen realistischer, muss ich behaupten. Und ja, wir werden sehen, wie das hier alles vonstatten geht. Ob das wirklich Spaß macht oder ob das wirklich so ein Arsch ist, mal sehen. Also dunkel ist es, das muss man wirklich sagen. Also hier drinnen leuchtet es nicht wirklich. Aber so ist es nun mal in einer U-Bahn. Man kann natürlich jetzt hier in diesem komischen Fahrgastraum sitzen und sich voll freuen, dass man da vielleicht ein bisschen was sieht. So, vielleicht müssen wir ein bisschen schneller fahren. Aber wir erreichen auch schon gleich unseren Bahnhof wieder, ne?
Da ist auch schon unser nächster Halt. Ja, so sieht das denn nun wirklich aus, wenn man U-Bahn fährt. Die meisten kennen das natürlich aus einer anderen Perspektive. So, wir bremsen mal langsam ein und putsch. Ja, das ist auch noch okay. Das ist auch noch okay, wir sind noch gut drinnen im Bahnhof. Kann man ja auch sehen. Da, man sieht die Notrufsäule, falls man überfallen wird oder so. Was in Berlin ja ziemlich oft ist. Wie? Ey, da kommt eine Gegen-U-Bahn. Geil! Geilomat. Geilomat. Na, wir fahren jetzt auch schon wieder los. Gibt es hier eigentlich auch noch einen anderen Knopf? Zurückbleiben, bitte. Ah, okay. Zurückbleiben, bitte. So, wir fahren jetzt natürlich weiter, Freunde. Das ist nicht schlecht. Stadtmitte, Übergang zur U6. Aha. Stadtmitte. Das ist natürlich eine schöne Bahnhof, ne? Stadtmitte. Das ist ja das Kreativste, was ich jemals gehört habe. Eine Bahnhof Stadtmitte zu nehmen. Ja, das ist, das schlägt dem... Stadtmitte, meine Damen und Herren, hätte ich mich erinnert. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Und schon sind wir Stadtmitte. Ich weiß nicht, wie lange wir hier stehen müssen. Ja, ich glaube hoffentlich nicht ganz so lange. Nicht ganz so lange. Nein, 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 nein. Nicht ganz so lange. Ja, gut. Immerhin noch 20 Sekunden. Wir können uns ja mal nochmal hier im Fahrgastraum umgucken. Ja, ist gerade etwas leer hier, ne, würde ich behaupten. Also so wünsche ich mir natürlich das U-Bahn-Fahren. Ohne Fahrgäste, schön mit der Ruhe. Immer schön Service. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. So, das finde ich lustig, dieses hier, hör mal. Ach, das geht jetzt nicht. Zurückbleiben, ach, bitte. Ach doch, es hat nur funktioniert. Zurückbleiben, bitte. Und wir dürfen nur noch 55 fahren. Ja, voll die Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja. Mohrenstraße. Übergang zum Bus. Mohrenstraße. Da lässt man sich ja auch was einfallen, oder? Mohrenstraße. Und dann noch so gut. Worauf das mal wieder anspielen. Worauf das mal wieder anspielen tut. Ja, das möchte ich gar nicht wissen. Das möchte ich gar nicht wissen. Oh, ein bisschen bremsen lassen. Hier haben wir ein bisschen längeren Aufenthalt. Ja, ich weiß nicht, wie gefällt euch das Spiel? Also ich würde sagen, es ist schon irgendwie lustig, ein bisschen mit der U-Bahn durch Berlin zu fahren. Ja, also für denjenigen, der da voll Bock drauf hat, bleibt dran, nicht weglaufen. Wir werden hier schon unseren Spaß haben. Das ist natürlich alles ein bisschen trocken, vielleicht für den einen oder anderen. Zurückbleiben, bitte. Aber... ich muss sagen, schlecht ist es ja mal nicht. Schlecht ist Potsdamer es ja mal nicht. Potsdamer Platz. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Ja, Potsdamer Platz, Freunde. Potsdamer Platz, das erinnert mich so an Verliebt in Berlin. Habt ihr mal Verliebt in Berlin geguckt? Ich will jetzt nicht zugeben, dass ich das jemals geguckt habe. Nein, das möchte ich nicht zugeben. Oh, eine Baustelle, cool. Aber wir sind ja auch schon gleich Potsdamer Platz. Ja, ja, Potsdamer Platz. Ist ja bekannt, ne? Ist ja bekannt, das Ding. Potsdamer Platz. Ja, der ist auch ziemlich groß, der war nicht Potsdamer Platz, glaube ich. Ziemlich lang. Von daher... rasen wir mal nicht so aggressiv da rein. So... wir haben Potsdamer Platz geändert. Joa, geändert. Alleine geändert, ja. Wir sind Potsdamer Platz und weiter geht's gleich wieder hier bei Let's Play FK. Bitte einsteigen, ne? Immer schön einsteigen, nicht irgendwie draußen rumstehen oder so. Guckt mal, ist nicht so voll. Kriegt jeder einen Sitzplatz? Ja, bei uns ist der Service noch, wird der Service noch groß gestellt. Zurückbleiben, bitte. Bei
uns wird der Service noch groß geschrieben. Bei uns wird der Service noch groß geschrieben, aber wir haben eine Minute Verspätung, finde ich gerade. Das ist natürlich generell unschön. Mendelssohn Bartholdy Park. Was für ein Scheiß! Na, dann ist das so. Dann kommen wir jetzt bei diesem komischen Park da an. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht allzu dolle Verspätung haben. Da vorne kommt noch mehr Baustelle auf uns zu. Ja, da kommt noch mehr Baustelle auf uns zu. Das ist natürlich immer generell sehr stark unpassend. Ich finde, das wird gar nicht schlecht. Immerhin geht es sogar mal über die Erde. Immerhin sind wir jetzt überirdisch, Freunde. Das ist natürlich relativ angenehm. Das finde ich relativ angenehm, dass wir jetzt überirdisch sind. Das finde ich wirklich nett. Fällt da auch gerade eine U-Bahn ab, wa? Andere oder sind wir das? Ey, bei uns ist eine Tür auf. Hammer, die Türen gehen ja sogar auf. Aber auch auf der falschen Seite. Okay. Naja, so ist das denn. So ist das denn. Dann steigen die Leute eben auf der falschen Seite aus. Das ist ja dann nicht unser Problem, ne? Zurückbleiben, bitte. Geht die Tür auch wirklich zu? Tatsächlich, die Türen schließen auch, aber irgendwie völlig billig. Egal. Gleisdreieck. Übergang zur U-Bahn-Linie U1. Gleisdreieck. Mensch. Ist ja schön. Da kommt eine Baustelle. Da können wir nicht schnell reinfahren. Okay. Dann fahren wir da nämlich nur mit 25 rein, bevor wir da entgleisen und durch die Walachei fliegen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Boah, Gleisdreieck, also bitte. Wie kommt man denn darauf schon wieder? Wie kommt man denn bitte schön darauf? An Gleisdreieck. Ja gut. Die haben die Ideen und ja, wir haben den Plan. Wir haben den Plan und wir kommen hier an Gleisdreieck. Schön zum Stehen kommen. Dankeschön. Entladen und beladen und so weiter und so fort. Ja, wir haben natürlich jetzt ein bisschen Zeit. Aber wir haben Verspätung. Und Verspätung ist scheiße darum. Dieser Zug endet hier. Nein, der endet wir nicht. Bitten, zurückbleiben bitte. Bülowstraße. Übergang zum Bus. Genau, ab in die Bülowstraße. So, wir dürfen jetzt sowieso nur 25 fahren. Hier sind die Baustellen, so wie wir sehen. Hier wird fleißig geschraubt. Ja, Bülowstraße. Ja, stimmt auch noch laut unseres Fahrplans hier unten überein. Und die ist auch schon ganz in der Nähe. Oh mein Gott, hier wird hier wirklich gearbeitet. Hier wird ja hart geschraubt. Wird er richtig hart gebaut. Das ist nicht gut. Kann man das irgendwie auch aus einer schönen Perspektive sehen? Da ist unsere U-Bahn. Da ist unser Zug. Mal schön hupen. Bisschen alt, ne, der Wagen. Bisschen alt, aber macht ja nichts. Ist ja schön, ne? Ist ja schön, dass man auch mal so einen Retro-Wagen da fahren darf. Meine. Der Notfall gebremst. Juhu! Und da war schon das E, verdammte Scheiße! Okay. Da war schon das Ende der Baustelle. Mein Gott, ich glaube, mein Name ist Horst. Ich glaube, mein Name ist Horst. Jetzt ist das Limit nämlich wieder aufgehoben. Jetzt dürfen wir wieder 60 fahren, Gott sei Dank. Es ist ja doch leicht nervig, so langsam zu fahren.
ist ja leicht nervig. So. Es ist ja leicht nervig, so arschi langsam zu fahren. Ja, da kommt schon unser Halt. Und wir sind drin. Wir sind stationär. Ab jetzt. Ja, ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut, außer die Baustelle, die haben wir ein bisschen, da haben wir ein bisschen Fehlerchen gemacht. Da haben wir kleine Fehler gemacht. No, aber das möge man uns verzeihen. Zurückbleiben, bitte. Das möge man mir verzeihen. Gott sei Dank dürfen wir 60 fahren. Nollendorfplatz. Ein was? Übergang zu den U-Bahn-Linien U1, U3 und U4 und zum Bus. Wie hat das Ding geheißen? Naja, gut, egal. Immer mal so, dass wir es nicht gehört haben. Es kommt dann gleich Penisweg oder was? Naja, wir werden das hier sehen. Wir werden das hier sehen, Freunde. Und das Gute ist, das Ganze hier ist überirdisch und immer. Das macht dann natürlich irgendwie auch viel mehr Spaß. Und da ist auch schon unser nächster Bahnhof zu sehen. Da geht es wieder unter die Erde. Okay. Ja, ich kenne diese U-Bahn-Strecke ja so gar nicht, ne? Da, wo wir abgefahren sind, Alexanderplatz, das kannte ich ja dann nicht. Aber vielleicht kommst du aus Berlin, kennst das hier sowieso. Zurückbleiben, bitte. Insofern siehst du vielleicht ein bisschen was von deiner Heimat und das würde mich freuen. Wittenbergplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien U1 und U3. So. Weiter geht's hier, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Let's Play FK Eisenbahnfahren. Yeah! Und, yeah, nein, no, yeah, ah, Ja, die kriegen ganz schön Geschwindigkeit drauf. Das muss man denen lassen. Das muss man denen lassen, Freunde. Das muss man denen lassen. Das haben die hier ganz, ganz, ganz gut im Griff gehabt, das, was die hier gebaut haben. Ich finde es doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja, man hat da wirklich irgendwie ziemlich viel Mühe rein investiert, indem man das hier gebaut hat. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, sowas hier zu bauen, aber ich denke mal, das ist schon super aufwendig, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in 5 Minuten zusammengeschustert ist. Und, ja. Ich finde, das hat irgendwas. Klar, ich kenne mich jetzt hier auf der Ecke überhaupt nicht aus von Berlin. In einigen Ecken schon, aber diese hier gar nicht. Wir werden das ja sehen. Wir werden es ja sehen, was da auf uns zukommt. Ich denke mal, es wird noch relativ spannend. Ja. Also ich habe schon Schlechteres gespielt. Das muss man ja mal so zugeben. Ne? Und dann also halt. So. Ja, ein bisschen zu hart gebremst, aber ist egal. Und stopp. Und wir haben grün. Schön. Schön, dass wir grün haben. Das zeigt natürlich, dass wir gleich schön weiterfahren dürfen. Und wir haben immer noch 1 Minute Verspätung, was ich relativ scheiße finde. Aber so ist das. So ist das. Zurückbleiben, bitte. Die holen wir auch raus, indem wir jetzt einfach ein bisschen Stoff geben. Ich glaube, wir werden das schon schaffen. Ich glaube, wir werden die Verspätung aufholen. Ich tue es zumindest hoffen. Sagen wir es mal so. Die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Wenn wir hier durchsagen, ne? Zoologischer Garten. Übergang zum DB-Fernverkehr, zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U-Bahn-Linie U9 und zum Bus. Genau, und das kenne ich jetzt hier. Zoologischer Garten kenne ich. Das ist natürlich schön. Da musste ich letztes Mal umsteigen, weil ich mit dem Bus zum Zopp gefahren bin. Und von Zopp bin ich dann, also von Kiel Richtung Berlin, mit dem Bus, mit so einem, ja, ich will keine Werbung machen, mit so einem Fernbus da, ne? Und da bin ich umgestiegen in den Bus in Berlin und dann bis zum Zoologischen Garten gefahren und da dann in den Zug umgestiegen und zu einem Freund gefahren. Ja, am Zoologischen Garten war es am sinnvollsten zu schneiden. Dadurch ging das irgendwie alles um Jahre schneller.
so ist das, so ist das. Also so ein bisschen kenne ich mich da ja dann auch aus, aber nicht perfekt. Perfekt nicht. Da kenne ich mich in meiner Westentasche besser aus, aber es geht ja schließlich jetzt hier nicht um meine Westentasche, sondern wir fahren U-Bahn. Und die U-Bahn befindet sich nicht in meiner Westentasche. Nö. So, wir sind stationär. Schön, dass wir da sind. Und wir haben immer noch eine Minute Verspätung. Darum schnell eine zurückbleiben, bitte. Dann müssen die Fahrgäste eben Gas geben, ne? Ernst-Reuter-Platz. Übergang zum Bus. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, Freunde. Was haben die sich denn hier gedacht? Dass wir die Zeit im Lotto gewonnen haben? Nö. In Berlin hat man sowieso nie Zeit. Oh oh. Erlaubnis verweigert. Wir haben Rot. Wir können uns aber langsam dem Signal anpirschen. Wir haben Rot, das ist natürlich scheiße. Das finde ich natürlich irgendwie völlig kacke. Aber, ja, so ist das. Wir kriegen auch keine Erlaubnis. Erlaubnis verweigert. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, warum wir Rot haben. Wegen der Gegenbahn. Ja, wegen der da. Und wir kriegen Grün. Aber nur langsam anfahren. Ja, so ist das, Freunde. Wieso kriegen wir hier eine 40er-Zone? Was soll das? Achso, weil wir... Ah, okay, hier scheint eine Baustelle zu sein. Hier scheint eine Baustelle zu sein, darum ist ein Gleiswechsel vollziehen. Okay. Kann man leider nicht sehen. Schade. Hier scheint eine Baustelle zu sein, damit wir in den Bahnhof kommen, müssen wir einen Gleiswechsel machen. Vielleicht wohl anscheinend noch einen, wie ich mir denke. Oder wir halten auf der falschen Seite. Ah, jetzt sind wir auf der Baustelle. Seht ihr ein bisschen? Also so ein bisschen sieht man doch, dass da was gewerkelt wird. Und wir machen nochmal einen Gleiswechsel. Jupp, darum 40 km/h. Okay, das klingt sinnig, würde ich behaupten. Das klingt sinnig, nur würde ich mich fragen, warum sind hier in Berlin so viele Baustellen? Ja, warum sind hier so viele Baustellen? Was ist hier los? Was ist hier los? Hat der Staat so viel Geld? Da vorne kommt noch eine Baustelle anscheinend, oder? Ein Gleiswechsel. Naja, wir werden es gleich sehen. So, Ernst-Reuter-Platz, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, abbremsen. Ja, ist der größte Bahnhof? Ich hab gedacht, der hat vielleicht drei Gleise. Aber das wäre ja unrealistisch. So, und stationär. Schön, dass wir da sind. Und wir hatten sogar Rot. Das muss man ja mal haben zwischendurch. Zurückbleiben, bitte. Und wir fahren auch schon direkt knallhart weiter in die 50 km/h-Zone rein. Genau, und da wird keine 40er kommen, also sollten wir vielleicht gar nicht zu doll aufs Gas gehen. Nein, wir sollten nicht zu doll aufs Gas gehen. 45 ist okay, das pendelt sich runter. Das pendelt sich bis zum Signal runter. Und dann schaffen wir das schon. Deutsche Oper. Deutsche Oper, das ist schön. Kenne ich jetzt so gar nicht, muss ich zugeben. Ich kenne den Bahnhof Deutsche Oper gar nicht. Ich kenne nur Deutsche Oma. Ja, ihr nicht? Deutsche Oma, hier so, komm, Deutsche Oma und so. Geil, Oma und so. Schicke jetzt Oma an 6x6 und du hast geile Kontaktvorschläge von Oma und so. Ja, voll eklig. Da gibt aber Leute, die da voll drauf stehen. Ne? Also, wir sind Notfall gebremst worden. Das kann nicht sein. Ich habe rechtzeitig gebremst. Also so ein bisschen muss man hier aber auch die Spontanität beachten. Es kann ja nicht sein, dass wir hier in einer Tour irgendwelche Baustellen reinfreckeln. Und man davon ja überhaupt nichts weiß. Und wir sind da. Stationär. Deutscher. Haben wir überhaupt noch Verspätung? Ja, wir haben immer noch Verspätung. Das finde ich ja sowas von toll.
dass wir Verspätung haben. Zurückbleiben, bitte. So, wie freundlich, ne? Zurückbleiben, bitte, und wir fahren schon. Ja, so ist das. Bismarckstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie U7. Genau, jede Verspätung fünf Minuten irgendwie rauszuholen. Jetzt gehen wir schon wieder gleich in den Weichen, oder? Ich finde, wer hier eine Kurzstrecke löst, ist doch gefickt, oder? Mal ehrlich. Wer hier mit einer Kurzstrecke fährt, der ist doch gefickt. Hier kommt der ein Bahnhof nach dem nächsten. Hier ist eine Kurzstrecke scheiße. Zurückbleiben, bitte. Na, hier ist eine Kurzstrecke scheiße. So, wird jetzt die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben, hoffentlich. Ja. Wird sie. Wir können wieder in die Tasten gehen und aber 60 km/h ist für den U-Bahn wirklich schnell. Sophie-Charlotte-Platz. Übergang zum Bus. Genau. Und da habe ich auch vor, zum Bus umzusteigen, natürlich. Am Sophie-Charlotte-Platz. Da wartet schon meine Großmutter auf mich. Ja, mit Geld. Ja, sie sind Großmutter, aber immer mit Geld. Ne? Meine Oma ist scheiße. Ja, gibt auch scheiß Omas, ja. Gute Omas, ne? Da gibt scheiß Omas. Ich habe leider eine scheiß Oma. Ja, so ist das im Leben, ne? So ist das im Leben, wenn man eine scheiß Oma hat. Jupp. Zurückbleiben, bitte. Ja, so ist das. Kaiserdamm. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Kaiserdamm. Okay, wann sollen wir am Kaiserdamm sein? 1:22. Wir sind langsam, aber sicher. Ja, eine Minute verzögert. Wir sind immer noch eine Minute verzögert, aber das ist nicht schlimm. Ich denke, das ist nicht schlimm, im Berliner Großstadtverkehr eine Minute Verzögerung im Netz zu haben. Naja, gut. Ja, das ist super ausgeschnitten. Aber wir haben auch Baustellen gehabt. Das darf man nicht vergessen. Und Notbremse. So, also. Wir haben Baustellen auf dem Weg. Das darf man immer nicht vergessen. Für alle, die da jetzt motzen. Da gibt es nichts zu motzen. Da gibt es nichts zu motzen. Nein. Da gibt es nichts zu motzen. So, schon kommen wir hier an. Schön, 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 schön. Schon sind wir stationär, aber weil wir ja geil drauf sind, Freunde. Dieser Zug, nee. Zurückbleiben, bitte. Weil wir ja scheiße sind, fahren wir natürlich gleich weiter. Weiter geht's. Theodor-Heuss-Platz. Übergang zum Bus. Ich glaube, wir fahren nur bis Theodor-Heuss-Platz, ne? Haben wir ordentlich Geschwindigkeit wieder aufgenommen. Das ist schön, das ist schön. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ja, naja, leider nicht. Das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich zu spät gesehen und zu scharf gebremst. Das ist zu schlecht. Erlaubnis erteilt. Erlaubnis erteilt? Erlaubnis erteilt. Okay. Wir dürfen über Rot fahren, wir dürfen über Rot fahren. Nee, 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 nee. Ja, im Straßenverkehr geht das nicht. Nee. Ja, im Straßenverkehr darf man das. Warum werden wir zwangsgebremst, wenn wir Erlaubnis erteilt haben? Erlaubnis verweigert. Erlaubnis verweigert. Über die durften wir doch, oder nicht?
Erlaubnis verweigert. Erlaubnis verweigert. Aber die Weiche dürfen wir ja wohl noch fahren. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, so ist das, Freunde. Wir haben Verspätung und wir haben eine Erlaubnis verweigert. Wisst ihr, warum ich durcheinander gekommen bin? Wir haben zwei rote Signale. Eins durften wir überfahren und eins durften wir nicht überfahren. Weil wir hier enden, dürfen wir das nicht überfahren. Und so weiter und so fort. Ich meine, wen interessiert's, ne? Davon mal abgesehen. Aber wir haben die Mission ja immerhin abgeschlossen, soweit wie ich jetzt der Meinung bin. Ja, man hätte es natürlich irgendwie ein bisschen stilvoller machen können. Aber das ist Schicksal. Das ist Schicksal, Aufgabe abgeschlossen. Ich habe die Fahrgäste sicher und heil.